Hallo liebe TEPCO-Freunde, hallo liebe Barteppich-Freunde. Heute geht es um das wunderbare Thema Barteppiche der Marke Joop. Ich habe mir überlegt, dass ich ein Video komplett für euch mache über die Joop-Barteppiche, um euch im Grunde genommen die drei Grundqualitäten vorzustellen oder die drei Materialien, in denen oder aus denen die Joop-Barteppiche hergestellt werden. Wir sind hier heute im Haus der Firma Romtaft. Romtaft findet ihr als Marke auch auf unserer Seite mit einem riesen Angebot an Barteppichen, Handtüchern und so weiter. Und die Firma Romtaft ist der Lizenznehmer, der diese Joop-Barteppiche für Joop herstellt. Und ich kann nur sagen an Joop, Gratulation. Ihr habt euch da den richtigen Partner gesucht für die Barteppichherstellung, denn nach meinem Empfinden geht es nicht hochwertiger und besser, als das hier bei der Firma Romtaft herzustellen. Natürlich hat Joop dafür gesorgt, dass sie komplett andere und eigene Designs entwickeln, die eben halt auch zu der Joop-Wohnwelt passen, aber haben wirklich darauf geachtet, dass es nicht nur designtechnisch gut ist, sondern auch qualitativ. Und ich möchte euch heute mal die drei Grundmaterialien und Qualitäten vorstellen, mit denen die Joop-Ware gearbeitet wird. Ich fange jetzt mal mit einer Qualität an, die nennt sich Basic. Diese Qualität Basic, ihr seht es hier auch wunderbar, das Joop-Label hier mit eingearbeitet, sieht sehr hochwertig aus. Der Teppich wird an dieser Stelle extra ausgeschnitten, damit man hier dieses Joop-Label anbringen kann. Sieht toll aus, hat so ein bisschen was, ne? Kann man auch so ein bisschen mit angeben, finde ich auch immer ganz cool, mache ich auch immer ganz gerne, ne? Sieht schon stark aus. Aber nicht nur, dass das stark aussieht, wir haben hier einen Barteppich, der mit einem Polyamidgarn gearbeitet ist, und zwar mit einem ganz besonderen Polyamidgarn, ein sehr hochwertiges Polyamidgarn. Jetzt werden sich viele fragen, hä, Polyamid, was, warum ist das so gut? Ich kann es euch sagen, Polyamid, Punkt 1, flust nicht. Jetzt sagt ihr, hä, flust nicht? Andere flusen auch nicht? Doch, andere Barteppiche flusen. Beispielsweise ein Polyacrylbarteppich flust. Ein Barteppich hier aus Polyamid mit einem so hochwertigen Polyamidgarn. Ich kann hier also rüberreiben, wie ich will. Und das ist ein nagelneuer Teppich hier. Na, dann seht ihr, ich habe null Flusen. Diese Ware ist genauso waschbar wie jeder andere Polyacrylbarteppich auch. Ganz, ganz wichtig finde ich auch den Hinweis darauf, dass wir hier einen ganz, ganz speziellen Rücken haben, der zweischichtig aufgetragen wird. Es gibt erst eine Latexbeschichtung, um den Faden im Flor zu stabilisieren, dass man ihn nicht einfach rausziehen kann. Und dann gibt es nochmal eine zweite Schicht, die hier aufgebracht wird, um den Teppich ja sehr rutschfest zu machen. Ne? Rutschsicher ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Nachher rutscht tatsächlich mal einer drauf aus und dann sagt der Olli in dem Video hat aber gesagt, der ist rutschsicher. Nein, das sage ich an dieser Stelle nicht. Ich sage, der ist extremst rutschhemmend. Also man braucht eigentlich keine zusätzliche Unterlage, damit dieser Teppich fest und rutschfrei auf dem Boden liegt. Dadurch, dass Polyamid auch vom Gewicht her einiges zu bieten hat, ja, so ein Barteppich hier wiegt auf dem Quadratmeter fast 2,5 Kilo, liegt diese Ware extrem fest. Also, wer das zu schätzen weiß, dass ein Barteppich nicht rutscht, nicht flust und auch noch optisch unglaublich schick ist, und eins habe ich noch vergessen, Polyamid hat eine unglaubliche Sprungkraft. Wenn ich hier reindrücke in so einen Teppich, seht ihr, ich drücke da mal wirklich doll rein, dass man kaum den Fingerabdruck danach sieht oder man geht nur einmal leicht drüber und es ist weg. Also diese Phase richtet sich unheimlich gut wieder auf und ist natürlich auch dem geschuldet, dass dieses ein ganz feines Garn ist und das Ganze hier ganz dicht getaftet ist. Also das ist wirklich hier auf so einem Barteppich zu laufen, ein Laufen wie auf Wolken. Also, ganz toller Teppich der Marke Joop, heißt Basic, kann ich euch nur empfehlen. Dann gehen wir zu dem nächsten Modell.
Ganz edel, sagt schon der Name. Diamond. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Diamond. Auf Deutsch Diamant. Aus der ganz neuen Job-Kollektion. Hier haben wir ein klassisches Polyacryl, aber auch ein sehr hochwertiges Polyacryl, was hier verarbeitet wurde. Auch hier seht ihr wieder wunderbar, dass hier dieses Job-Label schön eingearbeitet wird. Ich darf das immer wieder betonen, dass das hier für Job in reiner Handarbeit hier in Emmertal bei Hameln hergestellt wird. Nicht irgendwo im Fernost oder sonst wo. Nein, hier in Deutschland. Die Job-Teppiche sind auch made in Germany. Immer wieder mal so nebenbei dahergesagt, dazu gesagt. So, hier haben wir ein ganz cooles Design, aber aufs Design will ich nicht eingehen. Job hat viele, viele verschiedene Designs in Polyacryl, ne, aber alle finde ich sie sehr stylisch, auch farblich sehr schön und harmonisch aufeinander abgestimmt. Also ich muss euch sagen, mir gefällt vor allem auch die neuen Modelle jetzt von Job fantastisch gut. Also da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Ne, so einfach dieses Muster auch zu sein scheint, aber so schick und so elegant ist es dann letztendlich auch wirklich im Badezimmer. Ne? Dann gehen wir noch mal ganz kurz auf den Rücken dieser Polyacryl-Badteppiche von Job ein. Auch hier haben wir, wie ich in vielen Videos schon erwähnt habe, eine sogenannte Sprühbeschichtung, also eine Latexierung im Rücken, die zum Teil aufgesprüht per Hand, einzeln, pro Teppich, das möchte ich immer mal kurz erwähnen, hier in Deutschland, aufgesprüht oder aufgepinselt wird und danach läuft sein Badteppich durch eine Art Backofen, so will ich es jetzt mal nennen, wo das ganz stark erhitzt wird und somit eben halt diese Latexierung in dem Faden auch nochmal extrem gut verankert wird. Und wenn man hier drüber geht mit der Hand, merkt man auch schon, wie stumpf das auch hier ist. Auch diese Sprühbeschichtungen sind stark rutschhemmend, weil sie eben halt eine Form von, ja, sich anfühlt wie eine Gummierung. Ist kein Gummi. Gummi hat immer so ein bisschen Probleme. Das ist ein anderes Material, mit dem diese Sprühbeschichtungen hier vorgenommen werden. Also, sehr stylisch, sehr schön. Dazu zu sagen, im Gegensatz zu dem Antongarn eben, das will ich euch fairerweise auch kurz zeigen, wenn ich hier jetzt ein paar Mal drüber ratsche mit den Fingern, haben wir hier ein bisschen Flusen. Das ist aber auch bei diesen ganz neuen Teppichen so extrem, wenn ihr den dann ein paar Mal gesaugt habt, aber bitte nicht mit so einem Klopfsauger, sondern mit einer normalen Staubsaugerbürste. Wenn ihr den dann ein paar Mal gesaugt habt oder vielleicht ein, zwei Mal dann gewaschen habt, ist das kaum noch zu merken. Ja, das ist wirklich nur am Anfang bei Polyacryl so, dass er dann doch ein bisschen ausflusst. Ne? Aber dafür hat Polyacryl, wie ich es in den anderen Videos auch schon erzählt habe, viele sehr gute Eigenschaften für Badteppiche. Da sollte man dann, bevor man irgendeinen blöden, billigen Polyesterteppich irgendwo im Internet kauft, sollte man lieber ein bisschen Flusen hier in Kauf nehmen. Am Ende seid ihr glücklich darüber, dass ihr euch für das Material entschieden habt. Das kann ich euch sagen. Nach 30 Jahren Erfahrung mit Teppichen und Badteppichen. Ja, also ein schönes Teil. Gefällt mir sehr gut. Aber guckt euch auch gerne die ganzen anderen Modelle von Job bei uns an. Also ich finde die schon sehr, sehr schick. Ne? Und immer wieder schön mit diesem Logo hier gemacht. So, jetzt lege ich den hier auch nochmal an die Seite und zeige euch jetzt im Grunde genommen die dritte Variante, die Job bei seinen Badteppichen anbietet. Und das ist jetzt mal hier der Artikel New Cornflower. Das ist ein reiner Baumwollartikel. Na, wie ihr in meinen anderen Videos immer schon sehen konntet, was ist der Vorteil von Baumwolle gegenüber synthetischen Materialien? Baumwolle saugt einfach wunderbar Feuchtigkeit auf. Wer also gerne aus seiner Dusche rauskommt, aus der Badewanne, klitschenass und sagt, egal, ich will da drauf, hat hier keine Probleme. Die Baumwolle saugt das weg ohne Probleme. Baumwolle gibt auch schnell die Feuchtigkeit wieder ab. Es trocknet also auch relativ schnell. Von daher ist das wunderschön. Was ich hier schick finde, ist einfach das Muster, das einfach durch so eine Hoch-Tief-Struktur hier in diesen Teppich eingebracht worden ist. Er ist auch schön flach. Er hat also auch, ist auch keine Stolperfalle. Ne? Manche haben immer so Angst, dass sie über den Badteppich stolpern. Morgens, wenn sie so ein bisschen müde sind, so aus dem Schlafzimmer ins Badezimmer gehen, dass sie fallen. Nein! Der ist flach. Aber hier rate ich euch wirklich dazu, eine Rutschunterlage drunter zu legen. Die kriegt ihr bei uns bei tepco.de natürlich auch ganz günstig.
dann seid ihr ganz sicher, dass der auch ganz fest liegt und dass er darauf nicht ausrutscht. Ne? Und die Rutschunterlage, die ist so dünn, die merkt ihr dann gar nicht in der Höhe. Ja, schön ist auch hier wieder zu zeigen, dass wir hier auch das Job-Logo untergebracht haben, ne? Ganz fest. Ne? Man merkt wahrscheinlich, wenn man hier, das kriegt er auch nicht hier hochgeknibbelt und so. Das wird per Hand hier aufgenäht. Ne? Alles Handarbeit hier aus dem Hause Romtaf, die Job-Teppiche herstellen. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Also, wer einen Job-Teppich kauft, hat ganz sicher auch eine absolute Top-Qualität, weil der Hersteller dieser Ware all diese Teppiche in Deutschland fertigt und wirklich auf seine Qualität enorm achtet. Gut, ihr Lieben, das war's dann mit dem Thema Job, Job-Badteppiche. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, wisst ihr, dass ihr uns von 9 bis 17 Uhr, von montags bis freitags erreichen könnt. Wir beraten euch sehr gerne. Ruft lieber einmal mehr an als einmal zu wenig. Ne? Damit sparen wir uns dann auch wieder dieses ganze Rückgesende, was ja heute den Onlinehandel auch nicht gerade positiv beeinflusst, sondern was uns schon wehtut. Deswegen lieber einmal mehr fragen, als am Ende eine falsche Entscheidung zu treffen. Die Fotos, die ihr bei uns seht auf der Seite, sind sehr farbgenau. Also da könnt ihr euch schon darauf verlassen, wenn ihr einen einigermaßen vernünftigen Bildschirm habt, dass die Farben dort richtig und gut wiedergegeben werden. Ja, und was ich jetzt in jedem Video mache, und das auch in diesem, wir bei TEPCO zahlen unsere Steuern hier in Deutschland und unsere Mitarbeiter verdienen alle weit über Mindestlohn. Und ihr wisst genau, warum ich das sage. Ne? Ihr wisst, auf welche Wettbewerber ich da anspiele. Die darf ich hier und möchte ich auch nicht erwähnen. Aber wir freuen uns, wenn ihr bei uns kauft, denn dann unterstützt ihr genau diese Attribute. So, ihr Lieben. Alles Gute, bis bald, ciao, tschüss, euer Oliver.